Hallihallo, Hallöchen und vor allen Dingen frisch auf. Potternander ist unterwegs, wieder mal auf dem Neanderlandsteig. Wir sind auf Entdeckungstour und erkunden heute die Biohöfe im Windrader Tal und passieren auch immer wieder weitere Entdeckerschleifen, Spuren der Kohletreiber. Ja, und Spuren der Kohletreiber. Also, wir sind in etwa 10, 11 Kilometer Rundweg haben wir geplant und erkunden uns jetzt erst einmal die Höfe in der Region. Ich sag mal, ein guter kleiner Anstieg, den haben wir schon mal hinter uns. Es weht ein bisschen Wind, angenehme Temperaturen um die 20 Grad. Und das ist gut beschildert, ordentlich schattig. Wir freuen uns auf den Track. Auf geht's! Die Entdeckerschleifen sind wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert. Man muss sich echt auch daran gewöhnen, auf die Schilder zu achten und nicht auf seinen Navi. Und ich kann schon erkennen, da hinten scheint die Windrader Kapelle zu sein, wenn ich mich nicht irre. Und da kommen wir auch noch dran vorbei. Ansonsten ist das hier wieder weit, weit vorne. Also echt herrlich. Obstbäume am Wegesrand. Liebevoll zurechtgesägter Zaun. Tolle Felder, schöne Wiesen, Weiden, Obstbäume, Bauernhöfe. Boah, was willst du mehr? Pfläumkes! Hier sind überall Kinder, das will ich ja wohl hoffen. Ich meine, wenn nicht hier, wo sonst? Das ist der beste Ort dafür. Also, definitiv auch wieder ein absolut familienfreundlicher Tipp. Kann man problemlos mit Kindern laufen, über die Biohöfe tingeln, da die Landwirtschaft entdecken, sehen, wo die Erzeugnisse und Produkte wirklich herkommen. Also, ja, und da kommt auch schon wieder ein Pferd. Das ist auf jeden Fall für Tiere. Auch reizvoll und für Kinder sowieso. So, Achtung, es verschärfen sich die Warnhinweise. Zu den Kindern kommen Kühe und Hühner hinzu. Und noch mehr Kinder. Stark. Hier macht der Neanderlandsteig seinem Namen alle Ehre. Natürlich vom Sauerländischen Gebirgsverein beschildert. Ein wunderbarer Trail hier.
mussten mal kurz warten, kam eine ganze Familie, kleine Kinder, also ideal. Auch wie immer ein toller, abwechslungsreicher Weg hier. Viel befestigt, viel über Asphalt, Waldwege, bisschen Schotter. Trittsicherheit wie immer. Voraussetzung, na klar. Aber das Ganze macht es hier besonders abwechslungsreich. Achtung, Aussicht! Auf jeden Fall ein Weg der Begegnungen zulässt. Aber hier kann man sich immer noch ein bisschen ausweichen, ne? Sicherheitsabstand ist ja immer noch gefragt und auch vonnöten. Ach, wunderbar. So, und das Ganze jetzt nochmal mit nicht verschmierter Kameralinse. Ah, ich achte jetzt mal lieber auf den Weg. Toll! Obacht! Ein schmaler Weg, links und rechts Stromzaun. Ja, und da oben geht's hoch. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann nicht reden jetzt. Ah, das war ein schöner, kerniger Aufstieg. Aber jeder Tritt wird hier belohnt. Hagebutten. Hagebutten. So, da sind wir an der Windrader Kapelle. Lädt zum Verweilen ein. Machen wir jetzt auch. So, rasten kann man hier, zelten und campen natürlich nicht. Ne? Also, die ist schön. Seid ihr schön! Ah, sind das tolle Tiere! Ja, Wanderung von Hof zu Hof und romantisch geht's weiter. Friedlich liegen die Kühe auf der Wiese. Und jeder Wanderer hat auf jeden Fall immer ein liebevolles Wort für die Tiere. Über Stock und über Stein geht's durchs Windrader Tal hinein. Ja.
Da pocht ganz schön das Herzeken. Eine relativ langgezogene Steigung, man kann das gar nicht so wirklich erkennen. Aber das macht schon stramm Po. Jetzt geht es leider ein kleines, uncharmantes Stück entlang der Straße. Dummerweise genau auch auf der Straße. Naja, ist ja nur kurz und dann auch noch bergab. Da hinten ziehen tatsächlich ein paar dunklere Wolken auf über den Langenberger Sender. Eigentlich haben sie nichts vorhergesagt. Ein bisschen gewittrig. Hoffen wir mal, das zieht an uns vorbei. So, hier haben wir mal den ultimativen Größenvergleich von Silage. Und wenn man mal guckt, zwei Ballen übereinander, das ist schon tüchtig. Wir gar nicht wissen, wie viel so ein Teil wiegt. Panorama, Panorama. Auf den letzten 2-3 Kilometern geht es natürlich nochmal, wie sollte anders sein, bergauf. Sollen wir schon mal so ein Fazit oder lassen wir lieber noch? Machen wir später. Irgendwas über 300 Höhenmeter jetzt schon wieder. Also wenn so eine Tour ein Finale haben muss, dann hat er das hier. Also auf den letzten Kilometer, zwei, habe ich glaube ich mehr geschwitzt als auf der gesamten Tour. Das ist ein langgezogener, gnadenloser Anstieg. Puh, da werden die Schritte schon mal ein bisschen kürzer, ne? Mein Gott, nochmal. 150er Puls. Gluteus Maximus. Gluteus Maxima Maximus. Ja, zu den Biohöfen darf natürlich auch Bioenergie nicht fehlen. Hört man auch jetzt sehr eindrucksvoll. Ja, da der Senderberg mit Kletterwald, Bismarckturm, haben wir ja letztens auch schön erwandert, die Strecke. Der Wind tut gerade mal wirklich sehr gut. Das war jetzt ein Anstieg. Boah. Mindestens einen Kilometer ging das jetzt straight back hoch. Der Puls kommt langsam wieder runter. Tut gut. Ja, Kuckuck aus dem Kofferraum. Nach etwas über 3 Stunden und so roundabout 11,5 Kilometer sind wir dann wieder am Parkplatz Nizzabad angekommen und
Also ich bin jetzt für meinen Teil rechtschaffend K.O. Ich glaube, ich habe mit Wolf gelaufen und die Oberschenkel brennen. Glücklich und zufrieden, aber ich bin jetzt auch froh. Ich freue mich auf eine Dusche und bin jetzt auch erstmal echt glücklich. Ein Liter getrunken, der nächste halbe Liter steht schon parat. Ja, Wetter hat sich gehalten, war auch nicht allzu voll gewesen. Aber jetzt reicht auch. Also für Sonntagnachmittagstour war das wirklich wunderschön. Und ja, mittelschwer bis schwer, sag ich mal so. Ne? Also ich für meinen Teil habe diese Langsteigung echt verflucht. Ja, egal. Tolles Panorama, sehr zu empfehlen. Entdeckerschleife hier. Biohöfe, Windradertal. Macht es einfach. Bis dann, euer Strömi von Potternander.